Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 13.10.2020. Und was hier vorher noch bedrohlich gefährlich aussah und nach einer mutigen Geschichte stellte sich immer nach einem kleinen Kindergeburtstag raus. Also fast schon niedlich, wie unser DAX jetzt das neue Hoch rausgenommen hat, sich höher getragen hat, um hier eben die nächsten Level anzulaufen. Wir haben die 13.150 ein bisschen Fokus gehabt, ne? Da war interessant, hatte mir vorgestellt, dass dort ein bisschen mehr Zuckung einfach kommt, ein bisschen mehr Reaktion, ja, dieser Pufferbereich, so wir haben es gestern als Pufferbereich 13.150, 13.180, so da habe ich so gesagt, in dem Bereich könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es sich nochmal wegdreht. Da sind wir ja, das war schon, es war schon sehr besonders, aber es passt eigentlich genau auf dieses Bewegungsverhalten, was wir die ganzen letzten Tage im DAX gesehen haben halt, ne? Also der hat sich jetzt hier einfach per Gap auch hochgestellt, dann sogar das Gap zugemacht, ne? Wir haben gestern extra nochmal betont, richtig betont, wie schön denn die letzten Montage alle im Gap offen geblieben sind und er weiter von weggetrieben hat. Da hat er schon mal die ersten richtig verunsichert bekommen. Auch richtig schön nach unten getrieben, auch zum Xetra da wirklich eine ordentliche Stoßkerze hingestellt, einmal nach oben, dann wieder nach unten. Ich glaube, da waren die ersten schon alle raus. Ich sage ja immer ganz gerne, soll Montag mal einfach ein bisschen die ersten paar Minuten einfach handeln lassen, den DAX, ne, dass man sich dann einfach nach 39, nach 10 dann erst so anfängt, ein bisschen am Markt zu orientieren, ein bisschen zu versuchen mitzugehen. Ich glaube, hier sind einige am Anfang halt einfach rausgeschmissen worden halt, ne? Hin und her und hin und her. So und viel mehr ist dann gar nicht mehr passiert halt über das Hoch, was wir da früh gleich gesehen haben, knapp über die 13, knapp unter der 13.150. Da sind wir dann nochmal 30 Punkte höher gekommen, sind vom Tagesschluss gegenüber der Eröffnung auch etwa 35 Punkte höher. Und so hat es auch angefühlt halt, ne? Da war nicht viel. Auch wenn die Tagesspanne jetzt, ich sag mal, von 13,60 bis 13,180 trotzdem gut 120 Punkte letztendlich stehen gelassen hat, das ist okay, das ist vertretbar und das ist völlig legitim. Und es ist trotzdem wenig gewesen und hat sich auch noch wenig angefühlt. Also, wir sehen bei uns weiterhin, dass die Leute so ein bisschen die Lust am Traden auch ein bisschen verlieren hier halt, ne, wenn der DAX einfach auf den Sack geht. Das ist bei ganz vielen momentan so und das wird immer mehr, das wird immer markanter. Sowas sieht man häufig, bevor auch richtig geile Trendphasen wiederkommen. Man kann auch nicht so richtig ausschließen, dass die vielleicht sogar nicht nach oben kommt halt, ne? Also wir haben ja die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, dass der DAX hier so einen Abwärtstrend fertig gemacht hat. Und im Moment, wo der DAX ausbricht, auch dieses Seitwärts, dass das nicht unbedingt negativ zu werten ist, ne? Dass man da aufpassen muss, dass man sich nicht hinstellt und sagt, ah, der ist zu schwach, ah, der ist zu schwach, weil der DAX häufig einfach zur Seite rumlungert und dann irgendwann hinten raus die Kiste aufdreht. Natürlich ist das nicht stark, natürlich fehlt da irgendwie was und es wirkt wie, als ist der DAX einfach lethargisch und kaputt. Aber ne, dass die das wirklich ganz klar verstehen, er muss halt auch einfach umkippen. Und wenn der nicht umkippt und die ganze Zeit nur so stabil stehen bleibt, dann knallt's den immer weiter und irgendwann fängt er richtig an Tempo aufzunehmen. Und dann ballert er uns so einen 200, 300-Punkte-Tag rein nach oben und vorher fällt dann nichts. Er muss die Shorts richtig rausvögeln halt. Ne? Der muss sie alle raushauen. Der muss ja die Leute, die da Short drin sitzen, wenn er fallen will, dann muss er nochmal irgendwie was machen, um die wegzudrücken. Ich glaube, aktuell sammelt er sich eher immer mehr Shorts auf, so wie er steigt halt. Ne, die Longs, man sieht es auch so bei uns im Chat, ne, wie die Leute Long traden, die sind dann drinne, dann merken sie, ja, die Position läuft sehr langsam an, auch wenn die Position gar nicht ins Minus läuft, aber sie läuft so langsam an und dann stoßen die Leute halt schon rechtzeitig dann auch diese Long-Gewinne wieder weg. Das ist auf der Short-Seite genau anders. Die Leute kommen in der Regel gar nicht aus den Shorts wieder raus, die sie reinnehmen, lassen die vielleicht sogar einfach liegen, so nach dem Motto, nein, das wird schon wieder. Das ist natürlich für den Markt eine unheimlich geile Situation halt, ne? Richtig freschen dann nach oben halt, ne, was er sich holen kann. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, wie der sich weiterentwickelt. So vom Bewegungsverhalten, klar, das sind eine lange, lange roten Kerzen hier, das wird immer reinpassen, aber solange da keine kommt, sollte man dann vielleicht eher sogar versuchen, eben da noch ein paar Stückchen mitzugeben halt, ne? Weil man weiß ja nicht, von wo er umdreht. Und im Zweifel, vielleicht dreht er gar nicht um und macht dann an die 300 hoch, macht dann die 450 hoch, macht dann die 570 hoch, geht vielleicht die oben an den Channel, an den Pullback halt, ne? 12.830, gucken Sie mal, diese Spanne, da ist es allzeit hoch. Das sind zwei Tagesmärsche, mehr ist es nicht. Ja, das schafft der DAX an einem Tag, das ist ein Tag, das ist ein Tag.
Gucken Sie sich die Spanne an. Ich mach's jetzt mal, ich mal jetzt mal mit den Fingern, zieh's mal hier rüber. Da ist ein Tag von hier bis hier. Das wäre jetzt, wenn man so einen Tag nimmt und dann einfach nach hier dreht. Na, also, das ein Tag, noch einer hinterher, das sind 2 Tage. Wenn dann mal die Leute ein bisschen überrascht kriegt, ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, kann da schon was gehen. Sie haben Nasdaq vielleicht beobachtet, 3,5% Tagesplus. Also, oder jetzt noch 3, ein bisschen wieder zurückgekommen. 3% Tagesplus im DAX, das sind einfach mal 300, das sind 390 Punkte. 3% im DAX, 390 Punkte und da wissen Sie, wo der steht. Da steht er hier oben. Ne? Da sind wir genau an dem, was wir jetzt hier abgezeichnet haben. Also da muss man ein bisschen aufpassen, da muss man ein bisschen feinfühlig agieren, halt in dem Moment, wo der DAX auch oben anzieht, halt, ne? Dass man da nicht wie ein Verrückter dagegen schlägt. Der kann halt echt, der kann, der, das ist ja Freiraum. Klar, so eine 1,90, die, na, ich, also ich, den Bereich hier unten, den finde ich halt schon noch so interessant, um einfach auch so wegzubrechen halt, ne? So Fehlausbruch generieren und so. Aber da, so langsam kommt er da schon ein bisschen zu weit weg halt, ne? So alles, was dann auch über 200 geht, dann haben wir hier wieder die 250, da hat er das letzte Mal so ewig so eine Range zur Seite geschoben. Das ist hier, das ist noch so Kleinvieh und mit jedem Widerstand, der nach oben gebrochen wird, mit jedem Widerstand, den er sich weiter hochkämpft, macht er sich dann immer weiter Potenziale nach oben auf und die Ziele bleiben unverändert. Der müsste, um nach unten Short-Signale zu bringen, müsste in den Kanal wieder reinfallen, in diesen Channel deutlich und da hat man ja hier schon gesagt, so unter 69, unter 39, das können wir auch so stehen lassen, brauchen nichts anpassen hier in der Analyse, er ist ja noch auf Kurs, ne? Und ich sag mal, in dem Moment, wo die 12 300 hier erreicht, ne, die 13.300 müsste man wahrscheinlich auch bloß einen kleinen Rücklauf und dann weiterzeichnen. Ja, also in dem Moment, wo das dann erreicht wird, kleiner Rücklauf und noch weiter oder pusht halt direkt auch durch dann halt. Ne? Also ich würde Ihnen dann so einen Long Trigger hier hinzeichnen, in dem Moment, wo die Marke fällt, kleinen Long Trigger hoch zu 450, ne? Und ansonsten hier vielleicht nochmal Rücklauf und hoch. Aber die Chartlage ist hier erstmal jetzt leicht positiv. Solange auch keine langen roten Kerzen kommen, bleibt das so. Ja, das ist einfach Fakt. Jeden Tag können wir uns das Gleiche erzählen. So, gucken wir noch kurz in den Tagesschart rein. Heute funktioniert es mal. Hier laufen wir ein bisschen an dieser alten Keilkante oben hoch. Ist aber auch ungewöhnlich für den DAX eigentlich. Ne? Also, Keile, die sind eher, die lösen eher direkt auf. Das ist eigentlich unüblich, dass er da lange Pullbacks braucht, ewig an der Linie rumhangelt. Das sieht schon fast eher danach aus, wie er es probierte, mal in den Keil reinzusteigen wieder. Und Richtung 13.300 zu laufen, das könnte sogar jetzt zum Dienstag eben der Fall dann schon werden. Ne? Wenn der mit einem kleinen Aufwärtsgap vielleicht über 13.180 reinkommt, sind das noch knapp 120 Punkte, die er dann machen muss. Das schafft er in einer Stunde, in 2 Stunden normal. Der kann den ganzen restlichen Tag einfach zur Seite rumeiern. Ne? Ansonsten wäre hier, wo wären jetzt hier noch lange rote Tageskerzen, müssten 12.900 wird jetzt von oben eine Unterstützung, schon ne, 12.850, 12.900 wird von oben Unterstützung hier, dieses Hoch drauf. Da ist schon viel Positives drin. Also er müsste eigentlich unter 12.900 wieder wegtauchen, damit er sich nochmal Platz bis zur 200-Tage-Linie holen könnte. Können wir vielleicht hier auch nochmal so mit reinzeichnen. Muss wirklich unten drunter. Und solange er das nicht macht, hat er nach oben Vorteil. Kurzfristiger Trend ist noch aktiv. Turnaround Tuesday einfach ein bisschen mit im Blick behalten. Wir brauchen aber lange rote Kerzen. Kommen die nicht? Kommen keine langen roten Kerzen, muss man den weiter nach oben mit auf dem Plan haben, mit auf dem Radar haben. Ja, also, das würde ich hier so mit reinnehmen und oben hier irgendwie in die Zone und das können wir auch noch, das bleibt auch noch gültig. Ich mache der DAX neue Hochs über 12.450. Sollte man damit rechnen, dass ein neues Allzeithoch bei 12.810 oder sowas gesetzt wird. Ne? Also bestätigt alles, was wir unten gezeichnet haben. Ne? Von daher würde ich das hier zumachen. Das haben wir besprochen. DAX ist auf Kurs. Wird wahrscheinlich jetzt über den Asienhandel wieder ein bisschen, asiatischen Handel wieder ein bisschen nach oben gezogen. Gucken wir uns mal an. Und wir brauchen für Turnaround-Signal, wir brauchen nach unten rote Kerzen. Ziel 1 wäre Bereich um 13,75, 13,60. Ne, auch die 13,100 würde jetzt schon Unterstützung von oben. Und darunter dann eben nochmal eine Chance, so bis in die 12.000 runter. Also durchaus doch so 12,69, 12,39. Das jetzt hier auch eine schöne Rücklaufmarke für nochmal vielleicht ein Pullback auf diese alten Channelkante. Aber ich sehe gerade nachbörslich schon ganze 15 Minuten, nachdem der DAX geschlossen hat,
Wir haben jetzt schon oberhalb der 13.180 notiert. Das heißt, er macht jetzt hier wieder das halbe Tagesprogramm nochmal innerhalb von ein paar Minuten nach Schlussglocke. Schiebt er hinterher über die amerikanischen Futures. Gucken wir mal, was morgen von übrig bleibt. Aber ändert jetzt auch absolutes an der Einschätzung. Haben wir ja fast so noch gesagt, na, dass vielleicht ein kleines Aufwärtsgap noch kommen könnte. Kommt das Aufwärtsgap nicht, kommt sogar vielleicht ein Abwärtsgap, haben sie ein bisschen diese 13.100 im Blick, haben sie ein bisschen diese 13.75, 13.60 hier im Blick. Und alles, was dann tiefer geht, würde ich schon so sagen, einmal hier Pullback auf die Kanalkante. Na, die liegt jetzt im frühen Bereich noch um die 12,99 rum, geht dann später runter auf 12,69, 12,39. Gut, Freunde, dann soll es das von meiner Seite soweit sein. Wünsche ich maximal Erfolge zum Dienstag, gutes Gelingen und lasst es sich ärgern halt. Ne? Also, wenn Ihnen das hier gerade nicht liegt, das kommen auch recht schnell, das dauert nicht lange. Ne, geben Sie dem 1, 2 Wochen Pause einfach mal und da kommt schon wieder nochmal Stress rein halt. Ne? Das denke ich schon. Wir haben jetzt einen Verfall noch nächste Woche. Also da, das wird sich schon bald wieder drehen halt. Ne? Kann durchaus sein, dass es sogar nach oben anfängt wieder schöner zu trennen, schöner zu laufen, nicht mehr so viel Geschiebe, nicht so ein Rumgeschacher. Das war wirklich Rumgeschacher. Man kann es ja gar nicht anders nennen halt. Ne? Dieses Hoch, was er da gesetzt hat, gleich in der ersten Handelsstunde, da hat er jedes neue Hoch ist da erstmal weggezuckt. Also, pff, das ist schon ein bisschen widerlich halt. Ne? Das ist schon ein bisschen eklig zu traden. Aber gehört dazu. Solche Phasen, wir können es uns nicht aussuchen, müssen uns immer danach richten, was kommt. Und im Zweifel halt einfach mal Kopf runter, mal nichts machen. Vielleicht auch mal eine Woche nichts machen. Vielleicht auch mal 2 Wochen nichts machen. Das tut einem doch nichts weh. Ne? Hauptsache, man verliert nicht in der Zeit. Ne? Aber wenn man merkt, das liegt einem nicht, dann Pause machen. Warten, bis es wieder besser läuft. Sie sehen es doch jeden Tag. Wenn Sie jetzt einen Tag haben und Sie sehen plötzlich, Mensch, jetzt rennt der aber los, jetzt bringt er wieder richtig schöne Trenddynamik rein, dann nehmen Sie sich ihn wieder zur Brust, dann fangen Sie wieder an. Aber Sie sehen das, nutzen Sie das, was Sie sehen, nutzen Sie die Augen halt, ne? Handeln Sie das, was Sie sehen. Da sagt man immer so schön, das kommt daher halt, ne? Gut, okay, also ich mache hier aus. Viel Erfolg, bis morgen, tschüss.